Hilfe konnte ich verstehen. Ich stehe hier gerade so unter, weil es heute irgendwie schon seit einer Stunde oder seit zwei Stunden schon richtig schüttet. Und es hat mir eigentlich keinen Regen angezeigt, also es ist ein bisschen nervig. Ja, weil ich bin nämlich jetzt auf dem Weg zu einem Geheimtipp hier in Bangkok. Vor zwei Tagen war ich beim Bad Sakket und da wollte ich eigentlich nicht filmen. Aber ich fand ihn dann so toll, dass ich euch jetzt hier ein paar Eindrücke zeige. Beziehungsweise wieso ich heute auch nicht unbedingt filmen möchte, ist, weil jetzt vor ein paar Tagen hatte ich den schlimmsten Tag hier auf meiner Weltreise. Und zwar ist mein Opa gestorben und das ist einfach für mich jetzt irgendwie überhaupt nicht leicht, weil ich einfach komplett alleine bin und aber er hätte gewollt, dass ich weitermache und darum mache ich weiter und reden darüber fällt mir einfach immer noch etwas schwer, aber wie gesagt, er hätte gewollt, dass ich weitermache und ich versuche irgendwie das zu überstehen, das Ganze, und wenn ich dann einfach weiterreise, lasse ich einfach die ganze Trauer hier in Bangkok und nehme sie nicht mit nach Hause bzw. weiter. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Flugzeugfriedhof, der mitten in der Stadt ist, also das sind wirklich ein paar riesige Flugzeuge, habe ich schon bei ein paar Leuten auf YouTube gesehen. Ja, die Anreise dachte ich zuerst wäre ganz easy, weil ich habe über Google Maps geschaut, da hat es mir angezeigt, dass ich einfach mit der MRT bis Latbrau oder Brau, wird so geschrieben, und dann mit dem Bus Nummer 8 weiterfahren und der fährt eigentlich direkt dran vorbei, aber vorher ist er irgendwie woanders abgebogen und ich habe dann gefragt, ob der nicht so lang fährt, und irgendwie sind plötzlich alle Leute raus und ich bin da einfach ausgestiegen und jetzt die restlichen 1,6 Kilometer laufe ich jetzt einfach hin. Ich habe es gefunden, da vorne sehe ich schon Flugzeuge, jetzt hoffe ich, dass ich da jetzt irgendwo dann reinkomme, weil da lebt ja anscheinend so eine Familie drauf. Da muss man dann quasi den Eintritt zahlen und dann darf man da einfach rumlaufen. Kaum war ich eben auf dem Grundstück, ist ihm schon eine Frau gekommen, da habe ich 200 Baht gezahlt, Eintritt, und dann kam gleich ein kleiner Junge, der mich eben jetzt hier in diesen Flieger gebracht hat, und wir sind eben gerade jetzt hier aus diesem Loch reingekommen, also richtig schräg. So verrückt, mitten in Bangkok sind ein paar Flugzeugwracke, und ich habe irgendwie im Internet gelesen, dass niemand so genau weiß, wieso die hier sind und wie die hierher gekommen sind, also aber es ist einfach krass, weil rundherum einfach überall die Hochhäuser sind und da bam, Flugzeugfriedhof, Wahnsinn. So. Ich gehe jetzt mal hier rauf, wünsche mir Glück, dass die Treppe hält. Ist eigentlich ganz stabil. Ja.
Lass mich hier oben finden. Oh wow. Fuck, das ist einfach komplett irre hier. Mein Gott. Oh, hier die ganzen Handgepäcksfächer. Sehen mir auch total klein aus. Oh, da vorne ist die, weiß nicht, wie sagt man da, Pilotkabine oder so. Wow. Hier waren wahrscheinlich Toiletten hier drin. Oh, das ist ja geil hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja verrückt. Da vorne fahren einfach dann, geht einfach dann eine Straße lang. Aber hier stinkt es ein bisschen nach Pisse. Jetzt bin ich gerade wieder hier runtergekommen. Und dort, oh Gott. Hilfe. Und hier ist quasi der Eingang, wo man reinkommt. Ist für 200 Watt Eintritt ein bisschen teuer, kostet nicht mal die Tempel so viel. Es ist halt jetzt blödes Wetter, weil es einfach jetzt richtig regnet. Ich bin jetzt komplett nass, meine Schuhe sind komplett nass. Ja, jetzt werden wir irgendwie den Bus suchen und wieder ein Stückchen reinfahren, weil ich mir eigentlich noch heute einen Tempel ansehen möchte. Ja, ich fahre jetzt einfach mal den Bus dahin und sehe, wie das Wetter wird. So, jetzt bin ich hier bei Wat Pho angelangt, der eigentlich so heißt. Aber irgendwie ist Wat Pho der alte Name und viele sagen einfach immer noch Wat Pho, beziehungsweise wenn du Wat Pho suchst, dann findest du den auch. Und ja, das Wetter ist jetzt wieder besser, es hat aufgehört zu regnen, Gott sei Dank. Und es ist auch ja natürlich gleich wieder richtig warm. Ja, ich hoffe, ich trockne jetzt dann etwas, weil ich komplett nass bin. Ich habe zwar ein Regencape mit, aber am Anfang hat es nicht so ordentlich geregnet und da waren eher noch meine Füße nass durch dieses hohe Gras, was ich da gewartet bin beim Flugzeugfriedhof. Und als ich dann eben zur Bushaltestelle gegangen bin, da hat es einfach voll zu regnen angefangen. Und da wollte ich aber jetzt nicht Rucksack irgendwie aufmachen und das Regencape rausholen. Also habe ich einfach gelassen. Ist man weg von diesem großen Laienbuddha und schon sind wieder keine Menschen hier. Das ist Wahnsinn. Ja, ich werde das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen, auch wenn er am Anfang mit einem etwas bescheidenen Wetter gestartet ist. Aber jetzt ist er richtig schön geworden, der Tag. Und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Ciao!